Und tschüss. Da sind wir doch schon. Obwohl hier das selten ist, der Reflektor, den wir brauchen, ne? Jetzt mal noch ein Stück. Level 9. Auf jeden Fall mit Abstand die beste Waffe, die wir bislang haben. Deswegen nutze ich die auch fast nur. Weil sie ja auch immer noch weiter auflevelbar ist. In den anderen Legend Clanks habe ich immer so gehandhabt, dass ich zwar die Waffen, die ich am liebsten habe, und so auch oft genutzt habe, sobald sie das maximale Level erreicht hatten. Ja. Sobald das maximale Level erreicht haben, habe ich halt eine andere Waffe genommen, weil hier gibt es irgendwie kein maximale Level, was wir im Moment erreichen könnten. Weil das einfach so hoch ist, dass wir eigentlich theoretisch das ganze Spiel mit derselben Waffe spielen können. Da ist der Reflektor. Antworten, die kommt hier auch nicht mehr in dieser Mission. Tschüss. Tschüss. War's das? Er kommt hier wohl nicht. Ah, oder doch? Okay, wir sind da angekommen. Sollen wir irgendwie hochkommen, oder wie? Hier reinkommen, hier ist ein Eingang. Hier gibt es immer schön viel Munition. Brauchen wir aber, glaube ich, gar nicht. Ein paar Gegner, die hier drin sind. Bolzen, um den Gamma-Energiestrahl auszurichten. Geschafft! Hey! Ich bin völlig außer mir, sie aber immer noch blendend aus. Und so geht es auch Ratchet. Er hat sich zu einem ernstzunehmenden Kandidaten gemausert. So sieht's aus. Kampagne erneut abgeschlossen. Jetzt kriegen wir wieder so eine rote Medaille. Verlängerung, das Land gehört mir. Zeit für noch ein Rennen der Verwüstung. Okay. Ratchet fährt gegen die Uhr. Für jeden Kontrollpunkt, den er passiert, kriegt er ein paar Sekunden dazu. Lässt sich auf jeden Fall alles wesentlich flüssiger steuern als die ganzen Raumschiff-Parts und so weiter und so fort in Ratchet & Clank 1, 2 und 3. Allgemein muss ich sagen, steuerungstechnisch ist dieses Spiel der PlayStation 2 weit voraus. Story ist vielleicht nicht ganz so übertrieben wie Ratchet & Clank 1, 2 und 3. Auch vom Gameplay ist es nicht ganz so innovativ. Nicht ganz so viele Gegner und so weiter und so fort. Aber vom Gameplay her muss ich sagen, läuft das extrem flüssig. Und da erstmal großes Kompliment. Egal ob Fahrzeuge oder ob zu Fuß oder Waffensteuerung und was weiß ich, alles sehr, sehr gut. Wenn auch die Missionen zu kurz und zu einfach sind, aber wie gesagt, das ist zu einfach, liegt ja schon die Antwort an unserem Schwierigkeitsgrad, den wir gewählt haben. Nacheinander alle Knotenpunkte einnehmen. Wenn er sich verirrt, kann er sich von den psychopathischen Killer-Robotern Hilfe versprechen, die überall auf ihn warten. Ja, Knotenpunkte einnehmen, da ist der erste. Okay.
fehlen noch zwei. Vorne ist der nächste. Lauf doch selber! Geschafft. Nur noch einer war. Ja, nur noch einer, da hast du recht. Also scheint die Mission hier auch wieder ziemlich schnell und ziemlich kurz zu sein. Was eigentlich beides dasselbe ist, aber ich wollte es trotzdem beides sagen. Dreht ihr mal, ich mache den letzten Gegner noch platt und dann haben wir es gepackt. Wow, anspruchsvoll. Mein Gott, ich hätte ja fast verloren. So, Planet abgeschlossen, Torfall, wir kommen. Wieso verkauft ihr nicht einfach Actionfiguren von uns und verdient ihr schön viel Kohle? Oder habt ihr die Rechte daran nicht? Müsst ihr bei Zombiac anfragen? Das Darkstar-Team hat den Wettbewerb bisher dominiert, aber ich denke, ihnen wird das Glück bald ausgehen. Sie wurden gerade zu einem der riesigen Ace Hardlight Spielzeugproduktionswerke geschickt. Obwohl das Werk wegen mieser Verkäufe geschlossen wurde, befindet sich immer noch eines von Ace Schiffen darin. Das Darkstar-Team muss das Schiff finden und mit ihm entkommen, bevor die Dreadzone-Elite-Truppen sie erwischen. Was für ein hässlicher dann. Typ. Ratchet, mein Navigationsrast. Dann zeigt ein Hoverbike direkt vor dir. Aber du musst ein Kraftfeld deaktivieren, um alles heranzukommen. Na dann, aktivieren wir mal was. Weiter so. Ne? Zu dir hergekommen. Hier einfach vor uns spawnen geht nicht, ne? Gut, wir müssen wahrscheinlich die drei Viecher hier kaputt machen. Damit wir das Feld deaktivieren können. Hackt mal! Nur noch ein Teil, Sir! Ja, und das eine Teil ist da hinten. Zombies kommen wieder. Und auf Wiedersehen. Da hinten ist noch das Hoverbike. Geschafft.
erste Herausforderung beendet. Drohnen zerstören. Oh je, Kraftfelder! Eine Gruppe fliegender Drohnen versorgt die Schilde, indem sie ständig in Bewegung bleiben und den Schilden ihre kinetische Energie übertragen. Ha! Obwohl ich das gerade von einem Zettel abgelesen habe und keinen blassen Schimmer habe, was es bedeutet, weiß ich, dass das Darkstar-Team die Drohnen zerstören muss, um die Kraftfelder auszuschalten. Übrigens, diesen Teil habe ich auch abgelesen, aber was machen Sie jetzt? Mich verklagen? Ratchet schießt den Drohnenschwarm herunter, um die Kraftfelder zu deaktivieren. Ja, ich versuch's. Die erste haben wir. Zweite auch. Verdammt. Macht echt ordentlich Schaden, wenn wir gegen so ein Ding gegenbrettern. Das geht doch kaputt. Boah, wie viel die Kackdinger aushalten, ne? Scheißteil. Jetzt fahren wir andersrum. Eventuell ist das einfacher. Eventuell aber auch nicht. Haben wir. Nummer 5. Vielleicht haben wir die Hälfte. Kommt mir auf jeden Fall einfacher vor, irgendwie. Als wenn die nicht so schnell wären wie vorher. Nummer 6. Nummer 8. Irgendwie sind die langsamer als in die andere Richtung. Ah, verdammt. Egal, Nummer 9 haben wir auch. Wären 10 und 11 weg und dann fehlt da vorne nur noch die 12. Aber als ob so ein Viech alleine mit genug Energie versorgen sollte. Oder könnte. So, schwer zu treffen, geschafft. Herausforderung beendet. Als nächstes müssen wir den Knotenpunkt einnehmen. Das Darkstar-Team ist jetzt an der Position des Fluchtschiffs angelangt. Aber hey, da ist nichts. Das Schiff ist versteckt. Es könnte Tage, gar Wochen sorgfältiger Suche erfordern, es zu finden. Ratchet, wenn du die Vektorsender-Knotenpunkte in der Zone aktivierst, kann ich das Signalfeuer zum Ausmessen nutzen und den Standort des Schiffs bestimmen. Machen wir das mal. Warum steht hier das Hoverbike rum? Da bestimmt so irgendwas gut sein, oder nicht? Scheiße, wir fahren hier hoch. Ihr könnt hier drehen. Verdammte Kacke, die ist runtergefallen. Wenn ich es jetzt nicht schaffen, dann haben wir verloren. Geschafft. Hey, okay. Nächste bitte.
wäre dann hier. Also verbinden und Schutzschild. Also da schon gepackt, das geht jetzt aber sehr schnell. Ja, und das letzte. Also, wiederbeleben, drehen und heilen. Schutzschild ist drumherum, eigentlich müsste er es schaffen. Tut er auch, gepackt. Da haben wir natürlich jetzt einiges übersprungen. Aber wenn es geht, warum nicht Statue zerstören? Da war also das Schiff unter der Statue. Nun, ich habe gerade 50 Bolts verloren. Es wird Ace nicht gefallen, aber das Darkstar-Team wird die Statue sprengen müssen, um in den darunterliegenden Hangar zu gelangen. Dann holen wir uns den Hangar gleich mal. So, erstmal das gekauft. Das werden wir einbauen. Und zwar bauen wir das hier ein. Nur an einer Waffe eingesetzt werden. Also musst du sie von einer Waffe zur nächsten übertragen. Wähle eine Waffe, gehe runter zum Alpha-Upgrade und drücke die X-Taste, um das Alpha-Modifikationsmenü aufzurufen. Vox hat seine Waffen so konzipiert, dass sie während des Einsatzes Erfahrung sammeln und so aufgerüstet werden können. Aufgerüstete Waffen richten nicht nur mehr Schaden an. Ratchet, du musst deinen Bots befehlen, den Sprengstoff an der Statue anzubringen. Mach ich. Und Level 10. Mann, sieh dir das an! Dafür, dass er so klein ist, kann dieser Lombax ganz schön austeilen! Der kann auf jeden Fall erstmal schön seine Freunde angreifen. In der Zwischenzeit machen wir den nächsten Sprengstoff. Und machen noch einen. Und den letzten. Weg hier! Ja, ist das denn die Möglichkeit? Ratchet hat das Torwaldschlachtfeld überlebt und ist mit einem Schiff geflüchtet, das in der Statue von Ace Heartlight verborgen war. Das gibt es nur bei Dreadzone! Das kann ihnen niemand anders bieten. Wenn ihr meint. Kampagne abgeschlossen. Herausforderer-Turnier. Ratchet, du hast dich für das Herausforderer-Turnier. Okay. Einfach nur alle Gegner abknallen, die irgendwo spawnen, oder was? Sollte eigentlich gut funktionieren. Wir sind schon in Runde 2. Da weg mit dem und dann in die andere Richtung. Das war Runde 3. Neben Runde 3. Ja. Weg mit euch. Das
jetzt mal Runde 3. Also wir kommen in der Finalrunde. Und ciao, und jetzt geht er noch. Das war's. Hey. Dann auf zum Herausforderungsturnier. Da sind wir schon auf den Spuren von Ace. Ist für mich übrigens immer noch am selben Abend, an dem ich die erste Aufnahme gestartet habe. Ich habe da nur 5 Minuten Pause gemacht zwischen den beiden Sessions. Spektakulären Tode von Kandidaten wie Agent Bizarro, Plasma Woman und Komet Orange. Nun steht mit dem Lombax Ratchet ein wirklich krasser Außenseiter an der Spitze der Dreadzone-Tabelle. Ich kann kaum fassen, dass das kleine Pelz dir es so weit gebracht hat, Juanita. Er ist ein harter Brocken, was? Habe ich recht? Ja, das stimmt, Dallas. Und er ist eine Gefahr für Kinder, bedrohte Tierarten und das Gemeinwohl. Ja, Kinder und Wale und so können ruhiger schlafen, wenn Ratchet vom Ausschlachter erledigt wird. Im dieswöchigen ultimativen Exterminator Smackdown. Noch nie blieb ein Gegner gegen seine extra scharfen Titanklingen länger als 60 Sekunden am Leben. Der hat bestimmt keine Probleme beim Rasieren, Juanita. Witzig, was? Klappe, Dallas, das ist nicht lustig. Gut. Zu deiner Frage. Ich habe 16 Terabits tridirektionale asynchrone Bandbreite auf meinem Hauptprozessor. Oh, das ist aber ganz schön viel. Na, also, ich... Hey, Clank! Ich rufe dich dann zurück. Wer war das? Och, gar niemand. War das der Tech-Druide, den du erwähnt hast? Hey, hast du die Pläne bekommen? Ja. Oh Mann, das ist ja toll! Aber ich habe erfahren, dass hier noch viele andere Helden festgehalten werden. Wir müssen ihnen helfen, Ratchet. Gut. Aber wie denn? Mir ist aufgefallen, dass die Sicherheitsmonitore deaktiviert werden, immer wenn ein großer Kampf stattfindet. Wenn ich in der Arena mit einem Exterminator kämpfe, verschafft dir das Zeit. Es ist riskant, aber wir haben keine andere Wahl. Keine Angst, ich mach sie fertig. Okay, dann greifen wir den noch an. Wie gesagt, dann haben wir eigentlich alle erledigt, bis auf Ace. Los geht's. Machen Sie Platz für unseren neuen Heute in die Killerkuppel. Herausforderer-Turnier. Zeit für die Waffendurchschaltrunde. Juanita und ich entscheiden, welche Waffen Ratchet wann benutzen darf. Bist du bereit, Juanita? Oh nee, nicht die Waffe. War. Okay, wenn uns lange nur Nahkampfgegner kommen, ist es okay. Sie können die aber ansonsten ist sie echt nicht. Anrufen, sie ist schön stark, aber. Und die Lieblingswaffe des Publikums. Ich bin halt nicht sicher vor den Gegnern. 3, 2, 1. Lieblingswerfer. Also die Lieblingswaffe, ja. Mal sehen, was er mit dieser Waffe anfangen kann. Ordentlich was, würde ich sagen. Weil die schon auf Level 8 ist. Ja. Nimm das, du schmutziger Lombax. Komm, jetzt langsam die letzte Runde. Noch in der vorletzten, aber sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Und der Richter ist damit auch auf Level 3. 1000 Schaden. Heftig! Letzte Phase mit unserer stärksten Waffe. Okay, der ist jetzt ja mal sowas von übertrieben hart. Alter Vater. Geschafft.
Ach du Scheiße, also mit der Waffe sollten wir eigentlich alles hier wegflippeln, solange wir dafür Munition haben. Müssen wir nur die Zeit überleben, die da unten steht, dann müssen wir in der Zeit irgendwas schaffen. Nach Überleben aus, muss ich sagen. Die ganze Minute noch. Weit zu gut. So. Hast du meine Radio-Kreis gestiegen? Juhu. Hey, wir haben es geschafft. Willkommen zum Kampf eures Lebens, Dreadzone-Fans. Unser Herausforderer ist bekannt für organisiertes Verbrechen und für seinen Hass auf Sonnenschein, Hundewelpen und Schokolade. Hier kommt Ratchet. Sein Gegner ist ein Meister der Ausweidung und ein großartiger Koch. Meine Damen und Herren, der Ausschlachter! Alles, ich denke, dieser Kampf wird sehr kurz und sehr blutig. Dieser kleine Ratchet tut mir fast leid. Sie meint das nicht so. Na, endlich mal kein Roboter. Endlich mal was Ausgefalleneres. Und er ist auch wesentlich agiler als alle seine Vorgänger. Der hält auch ordentlich was aus. Gut, dann gehen wir mal damit los. Weit so gut. Zum Glück haben wir unseren Doppelraptor hier, der macht nämlich schön viel Schaden. Und wenn ich das richtig sehe, ist Level 10 das Maximum, oder? Ist dieser rote Balken darunter nicht die Levelanzeige von der Waffe? Egal, gegen den hier brauchen wir die trotzdem. Okay, der Kampf ist auf jeden Fall schon mal etwas anspruchsvoller als alle Kämpfe zuvor. Der ist sogar so viel anspruchsvoller als alles zuvor, dass ich eben gerade sogar schon überlegt habe, ob ich irgendwas falsch mache in diesem Kampf. Weil wirklich alles, was vorher war, super easy geschafft und jetzt plötzlich richtig in Bedrängnis kommt hier. Das ist doch auch irgendwie nicht normal, oder? Oh-oh. Oh-oh. Komm schon. Yes. Das war jetzt aber echt nicht einfach. Also,
der erste richtig fordernde Kampf. Stygia freigeschaltet, Maraxis freigeschaltet. Und wenn wir die beiden durch haben, sind wir beim Finale. Machen Sie Platz für unseren neuen Herausforderer. Gold. Hey, Al, ich kam so schnell ich konnte. Ruhe! Siehst du nicht, dass ich volle Konzentration brauche? Was tust du da? Clank, ist das auch wirklich sicher? Es besteht ein berechenbares Risiko. Psst. Es fehlt nur noch ein einziger Schaltkreis. Al, du Genie, du hast es geschafft. Ich weiß. Ah! Nein! Al? Da hat wohl jemand gegen die Regeln verstoßen. Zieh es wieder an. Du bist tot, Ace. Huh, wie lustig. Du hast echt Nerven. Aber spar sie dir für die Arena. Wie die in den HD-Zwischensequenzen einfach mal komplett den Sound weggenommen haben, außer das bei den passieren. Dialogen. Es ist meine Schuld. Überhaupt keine Spezialeffekte, null. Hardlight hat es getan. Und Gleeman Vox gab den Befehl. Es war ein Fehler, uns hierher zu bringen, Clank. Jetzt werden sie dafür bezahlen. Ganz genau. Und das war's dann wohl mit R. Ich war gerade damit beschäftigt, mich darüber aufzuregen, dass, was für eine schlampige Arbeit man doch geboten hat. Oh, der Vorbote. Ist das quasi die Rider? Jawohl. Konkurrenzprodukte ist der Apokulator und Rider. Okay, also das ist quasi wirklich das Konkurrenzprodukt zu der Rider. Ich denke mal, wir werden ab jetzt sparen, aber das werden wir, glaube ich, nicht mehr schaffen, die 2 Millionen. Aber wenn man den Endboss-Fight nicht schafft, dann kann man schön viel Bones farmen und dann kann man hier sich mal schön die Rider leisten. Naja, dann betreten wir den Transporter oder Transporter und besuchen die beiden letzten Planeten. Stygia. Heute sehen Sie auf Pox eine besondere Episode von Dread Zone. Planet Stygia. Diese Welt wird von ständigen Kometenstürmen bedroht. Ohne seinen mächtigen Schutzschild würde Stygia in wenigen Stunden zerstört.